always on the edge. We fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? I recall the times you said you're sorry. Ich habe drei Anliegen. Das eine sind fünf Fragen der Bürgerinitiative. Wir hatten ja eben gehört, vielleicht so einen Fragenkatalog zu stellen. Ich werde die Fragen gleich vorlesen. Das zweite ist, wir hatten eine Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative und dort sind wir ausgestattet worden mit Tipps, Anregungen und Gedanken, die sich Wetzlarer Bürger zu dem Thema Domhöfe machen. Und das war so unser Auftrag, dass wir Ihnen das heute Abend übergeben, dass Sie einfach sehen, was Wetzlarer Bürgern zu diesem Thema so durch den Kopf geht. Und das Dritte ist, ich werde Ihnen nachher mit Frau Kuhn schon den ersten Teil unserer Unterschriftenliste überreichen. Wir sind bei 1092 Unterschriften, aber zurück erstmal zu den Fragen. Herr Pohl, Sie haben so ein bisschen die Regeln am Anfang erläutert. Ich habe mich stark an meinen Schulvormittag erinnert und ich möchte eigentlich auch dieses pädagogische Vokabular aufgreifen und möchte gern konkret Herrn Semmler ansprechen. Denn ich erinnere mich, ich saß in der Bauausschusssitzung und wir haben uns auch beim Elternabend des Marienhorts gesehen. Dort haben Sie häufig gesagt, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Nicht so ganz, muss ich als Lehrerin sagen. Und deswegen würde ich Ihnen gerne heute Abend ein paar Hausaufgaben mit auf den Weg geben. Ich habe das abgetippt. Sie können darüber dann vielleicht gemeinsam noch mal nachdenken, aber zu den Fragen. Seit Beginn der Planungen, das Stadthaus abzureißen und etwas Neues zu gestalten, war einer der Grundsätze, die Bürger zu informieren und zu beteiligen. Dies ist im Bereich der Fassadengestaltung umgesetzt worden. Warum ist dann seit März 2017 bis Anfang 2018 dieser Beteiligungsgedanke außer Kraft gesetzt worden? Die zweite Frage. Nach welchen Kriterien ist das sogenannte Begleitgremium zusammengestellt worden, um zu gewährleisten, dass der Wille aller Bürger repräsentiert wird? Die dritte Frage. Wir sind uns alle einig, alle, glaube ich, hier im Raum, dass Grünflächen in einer so dicht bebauten Altstadt in Bezug auf Wohnqualität, Gesundheit, Umwelt und körperliche und geistige Entwicklung von Kindern einen sehr hohen Stellenwert besitzen. Wie begründen Sie vor diesem Hintergrund die Bebauung zweier gewachsener Grün- bzw. Spielflächen, und damit meine ich den Liebfrauenberg und die Außenfläche des Marienhorts? Ist dazu eine fachliche Stellungnahme eingeholt worden? Viertens. Einer der Gründe, warum die Bürger erst im Januar 2018 in die Planung eingeweiht werden sollten, war, dass man erst an die Öffentlichkeit geht, wenn ein Gesamtkonzept Domhöfe Bestand hat. Warum hat man bei einer Planung, bei der Autos im Mittelpunkt stehen, nicht zuallererst ein Verkehrskonzept erstellt bzw. ein fachliches Gutachten in Auftrag gegeben, um zu schauen, welche Auswirkungen das auf die obere Altstadt hat? Meine letzte Frage. Was wird passieren, wenn das Parkhaus nicht kommt oder an einem anderen Ort platziert wird? Werden Sie das Marienheim erhalten und sanieren? Das waren meine fünf Fragen. Ich habe die Hausaufgabe mitgebracht, Herr Semmler. Sie dürfen antworten, Sie dürfen gerne über das eine oder andere auch nachdenken. Und hinten habe ich die Punkte gesammelt, die Tipps und Anregungen aus unserer Informationsveranstaltung. Ich würde Ihnen das gerne geben. Die Unterschriften überreiche ich aber mit Frau Kuhn. Herr Semmler,
ja, fleißig gesammelt. Das sind unsere ersten 1092 Unterschriften. Es geht weiter. Wir haben viele Menschen, die das sehr bewegt, was im Marienheim, was mit dem Marienheim passiert, mit dem Parkhaus, mit den Domhöfen. Das ist der erste Teil, den wollen wir heute überreichen. Sehr gerne. Also einmal. Und ich wollte eigentlich noch etwas zu Ihnen sagen. An den Infoabend habe ich... Mikro. Kurz. Also, nein, stehen kann ich ja, sie stützt mich. Also mein Problem ist noch einmal ganz kurz dazu zu sagen, als wir jetzt die Unterschriftenliste überreicht haben, ich habe nicht teilnehmen können an dem Infoabend, aber ich habe ein Video gelesen und war sehr traurig und auch, finde ich, auch nicht Ihnen zugeneigt, dass Sie gesagt haben, Sie zweifeln an der Relevanz der Bürgerinitiative Marienheim. Das waren Ihre Worte. Und ich muss sagen, das finde ich nicht gut, denn unsere BI wurde am 3.2. gegründet und sie bezieht sich allein auf den Abriss des Kinderhorts und dafür den Neubau eines 5,5-geschossigen Parkhauses abzulehnen. Dafür gibt es Gründe. Und wir sind keine Stängerer, die irgendwo hingehen und sagen, wir sind gegen das Parkhaus. Wir sind auch gegen das Parkhaus, selbstverständlich. Aber wir sind in erster Linie angetreten, um den Kinderhort zu bewahren. Und vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, warum das so ist. Da gibt es nämlich Gründe. Zu den einzelnen kurzen Antworten. Vielen Dank.